wahre Antwort auf Schopenhauer, die fand der italienische Mathematiker Eugenio Beltrami. Er bewies, was Gauss, Lobachevsky und Bolyai unausgesprochen entdeckt hatten. Nicht-euklidische Geometrie ist so konsistent wie die euklidische. Ein logischer Widerspruch in der einen Geometrie würde einen logischen Widerspruch in der anderen nach sich ziehen. Das hat Beltrami mit einem Weltmodell bewiesen, das meist nach dem berühmten französischen Mathematiker Henri Poincaré benannt ist, der auch ein hervorragender Wissenschaftsphilosoph und begnadeter Kommunikator war. Wir sind damit vertraut, dass in der Kartografie die Distanzen verzerrt werden. Bei der Mercator-Projektion etwa scheint Grönland riesengroß zu sein. Bei der Beltrami-Poincaré-Fläche sind die Entfernungen ähnlich verzerrt. Diese Fläche ist das Innere eines Kreises. Innerhalb dieser Weltenscheibe werden die Distanzen gemäß eines Rechengesetzes so gedehnt, dass sie immer größer werden, je näher man zum Rand kommt. Laut Poincaré können wir uns vorstellen, dass sich die Temperatur dieser Welt gegen den Rand zu dem absoluten Nullpunkt nähert. Die Bewegungen werden immer langsamer, sie frieren gewissermaßen ein. Und wenn wir Nanowesen auf dieser Kreisscheibe wären, dann könnten wir nie den Rand unseres Universums erreichen. Anders ausgedrückt, zum Rand hin schrumpft alles. Durch die Verzerrung der Abstände sind die kürzesten Verbindungen zwischen zwei Punkten jetzt nicht mehr geraden, sondern sie liegen auf Kreissegmenten, die den Rand der Scheibe senkrecht schneiden. Diese Kreissegmente sind nun unsere Geraden oder sollte ich sagen Pseudogeraden. Es gelten wieder die Axiome des Euklid. Durch je zwei Punkte geht genau eine Pseudogerade und so weiter. Nur das Parallelenaxiom, das gilt hier nicht. Durch einen Punkt P, der nicht auf einer Geraden G liegt, hier der blauen Geraden, da gehen mehrere, da gehen sogar beliebig viele Geraden, die G nicht schneiden und die also in diesem Sinn parallel zu G sind. Das ist eine Welt, in der Sacheres Konstruktion eines Vierecks zu Spitzenwinkeln führt, in der die Winkelsumme jedes Dreiecks kleiner als zwei rechte Winkel ist und so weiter. In dieser Welt herrscht also eine nicht-euklidische Geometrie, man nennt sie hyperbolisch. Wenn in ihr ein Widerspruch auftrete, man also sowohl einen geometrischen Leersatz groß A als auch dessen Negation non A herleiten könnte, so wäre das auch ein Widerspruch in der euklidischen Geometrie. Denn die Poincaré'sche Scheibe ist ja nichts als eine verzerrte Darstellung der euklidischen Ebene. Was in der einen Welt gilt, kann in die andere Welt übersetzt werden und umgekehrt. Euklidische und nicht-euklidische Geometrie stehen und fallen gemeinsam. Die eine ist so konsistent, also so widerspruchsfrei wie die andere. Der Künstler Escher, dessen Zeichnungen jahrzehntelang die Korridore von Mathematikinstituten dominiert haben, der hat diese Welt dargestellt und belebt. In diesem Universum würde sich, sagen wir, ein Nano-Schopenhauer über die Geometer mokieren, die etwas so unmittelbar Anschauliches beweisen wollen, wie die Tatsache, dass Euklids Parallelenaxiom falsch ist. Ähnliches gilt übrigens auch für andere sogenannte elliptische Geometrien, bei denen es jetzt überhaupt keine Parallelen gibt und wo die Winkelsumme von Dreiecken demgemäß mehr als 180 Grad beträgt. Allerdings muss man hier die sogenannten Zwischenaxiome der euklidischen Geometrie durch Varianten, nämlich durch sogenannte Trennungsaxiome, ersetzen. Wir wollen hier nur ein besonders einfaches Modell beschreiben, weil es so instruktiv ist. Betrachten wir im vertrauten, dreidimensionalen euklidischen Raum einen Punkt F. Und wir wollen jetzt die Geraden, die durch F gehen, als
Pseudopunkte bezeichnen und die Ebenen, die durch F gehen, als Pseudo-Geraden. Und dann gilt das Übliche, nämlich durch je zwei Pseudopunkte führt genau eine Pseudo-Gerade. Je zwei Pseudo-Geraden schneiden sich in einem Pseudopunkt und so weiter. Doch gibt es keine Parallelen, denn je zwei Pseudo-Geraden müssen sich in einem Pseudopunkt schneiden, weil ja zwei richtige Ebenen durch F sich längs einer richtigen Geraden durch F schneiden müssen. Vielleicht können wir uns das besser vor Augen führen, wenn wir uns eine Kugeloberfläche um diesen Mittelpunkt F vorstellen. Den Pseudo-Geraden, also den richtigen Ebenen durch F, entsprechen jetzt die Großkreise auf der Kugel. Denn dort schneiden die richtigen Ebenen durch F die Kugeloberfläche. Und ebenso entsprechen den Pseudo-Punkten, also den richtigen Geraden durch F, die Schnittmengen mit der Kugeloberfläche, also die antipodischen Paare von richtigen Punkten. Also, hoffentlich habe ich Sie jetzt nicht völlig verwirrt. Es scheint ja zunächst ausgemachter Blödsinn zu sein, eine Gerade durch F als einen Punkt zu bezeichnen, Pseudo hin oder her, oder einen Großkreis als eine Gerade. Ja, wo bleibt die Geradlinigkeit, die eine Gerade durchaus zeichnen sollte? Aber bitte erinnern wir uns, was man sich unter Punkten und Geraden vorstellt, ist eine Privatsache und für einen mathematischen Beweis irrelevant. Wichtig ist nur die Beziehung zwischen den Dingen. Wir sind in gewisser Hinsicht noch weiter gegangen als Hilbert. Statt Punkt, Geraden, Ebenen sagen wir jetzt nicht Tisch, Stuhl, Bierseidel, sondern wir sagen Pseudopunkt, Pseudogerade und so weiter. Sind die alten Worte nur eben jetzt in einem neuen Sinn aufgefasst. Für Mathematiker und Mathematikerinnen sind die Namen bloße Konvention. Das ist ganz anders als bei den Kulturwissenschaften, wo sich alle einig sind, wie wichtig die mehr oder weniger bewussten Vorstellungen sind, die ein Wort begleiten. In der Mathematik hingegen bemüht man sich, diese Vorstellungen zu ignorieren. Es gibt übrigens nicht nur drei Geometrien, euklidisch, hyperbolisch, elliptisch, sondern sehr viele. Manche sind unserer Vorstellungswelt näher als andere. Es hat sich, wie Sie wissen, herausgestellt, dass es in der Physik günstig ist, nicht den euklidischen Raum, sondern eine andere, sogenannte Riemannsche Geometrie, zu verwenden. Das hätte Kant und Schopenhauer sicher viel zu denken gegeben.